Guten Morgen an alle, die heute hier teilnehmen. Guten Nachmittag an die, die aus Deutschland teilnehmen. Wir haben einen Zeitunterschied von 5 Stunden. Die erste wichtige Nachricht ist, dass wir jetzt sofort schon Simultanübersetzung haben zwischen Deutsch und Portugiesisch. Einfach auf diese Weltkugel klicken und die Sprache auswählen, die Sie sich anhören möchten. Ich heiße Carlos Alberto und ich bin Moderator dieses Webinars. Der argopolitische Dialog Brasilien-Deutschland hat als Ziel, den Austausch von Erfahrungen und die Reflexion zu stimulieren für die nachhaltige Entwicklung der Agrarwirtschaft in Brasilien und Deutschland. APD ist die Vertretung der Regierung, der Akademie und der Privatwirtschaft. Um diesen Dialog vorwärts zu bringen, verwenden wir verschiedene Werkzeuge, Webinars, Austauschreisen und andere Möglichkeiten. Finanzielle Innovation für die nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft ist eine der Arbeitsachsen der APD für das Jahr 2022. Wir haben auch schon andere Webinars gehalten, in denen wir diskutiert haben, wie weit das Ganze nachhaltig ist, die Agrarwirtschaft und Ernährungswirtschaft in Deutschland. Und wir haben verschiedene Teilnehmer aus Brasilien. Und diese Debatte hatte als Input den Vertreter der Rentenbank aus Deutschland, die mit Agrarfinanzierung in Deutschland arbeitet. Wir hatten auch die Möglichkeit, andere Möglichkeiten, wie die Herausforderungen in Deutschland aussehen und auch in der EU. Und in einem weiteren Webinar hatten wir Strategien und Initiativen und die Herausforderungen für die Zahlung der Umwelt, beziehungsweise für die Umweltzahlungen in Deutschland und in der EU. In diesen 9 Themen kann man diese Webinare schon auf der Webseite angucken, also als auch in unserem YouTube-Kanal. Wir werden in unseren Chat die Verlinkung schicken. Heute werden wir debattieren die Initiativen und Strategien der brasilianischen Zentralbank, um Nachhaltigkeitskriterien einzuführen in der Agrarfinanzierung in Brasilien. Und für diesen Webinar haben wir verschiedene wichtige Leute, die in Brasilien an der Front arbeiten, dieser Debatte. Wir haben auch immer die Teilnahme von anderen Vertretern und Fachkräften aus Deutschland, die über diese Erfahrung in Deutschland debattieren werden. Wir halten dieses Webinar in 90 Minuten, vielleicht mit 10 Minuten Verspätung. Und an erster Stelle möchte ich das Wort übergeben an unseren Kollegen Erik Schneider. Erik Schneider ist der Koordinator für internationale Projekte des BMLs in Deutschland. Erik Schneider ist ein Teil des Steering Groups des APDs und vertritt das deutsche Ministerium. Er ist also einer unserer Chefs. Erich, willkommen, der immer wieder dabei ist. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich wünsche allen einen schönen und guten Tag, einen schönen und guten Morgen und freue mich auf eine weitere Veranstaltung des agrarpolitischen Dialogs zwischen Deutschland und Brasilien. Mit großer Zufriedenheit stelle ich fest, dass der agrarpolitische Dialog an Fahrt aufgenommen hat. Trotz seiner relativ kurzen Dauer ist es doch gelungen, eine Vielzahl von Aktivitäten durchzuführen und viele Partnerschaften anzustoßen und damit den Dialog zwischen beiden Ländern aktiv zu gestalten. Das ist schon eine beachtliche Leistung, wenn man überlegt, dass wir erst im Mai angefangen haben. Lassen Sie mich zunächst aber die Herren Fernando Zellner und José Angelo vom brasilianischen Agrarministerium, unserem Partnerministerium im APD, begrüßen.
Vielen Dank, Herr Zellner, und vielen Dank, Herr José Anglo, für Ihre Teilnahme. Zeigt es mir doch, dass Sie auch großes Interesse an diesem agrarpolitischen Dialog haben. Des Weiteren möchte ich begrüßen Claudio Filgerias. Ich entschuldige mich, wenn ich den Namen nicht korrekt ausspreche, aber ich spreche leider kein Brasilianisch oder kein Portugiesisch. Von der brasilianischen Zentralbank, den ich im vergangenen November persönlich kennenlernen konnte. An diese Begegnung bei Ihnen in der Zentralbank erinnere ich mich gerne zurück, da es ja eine unserer ersten Veranstaltungen war und wir schon damals Ihr Engagement in dieser Sache kennenlernen durften. Und da freue ich mich sehr darüber, dass Sie auch heute hier dabei sind. Auch bedanke ich mich natürlich für Ihre Präsentation, die wir gleich sehen werden. Das ist bestimmt sehr fruchtbar für die weiteren Gespräche, die wir jetzt führen werden. Des Weiteren begrüße ich Frau Leila Hachfuch von der Colegiala Brasil, eine Zivilgesellschaft, ein breites Netzwerk, die sich um Klima, Wälder und Landwirtschaft als Thema kümmern. Ich begrüße vom Sparkassenverband in Deutschland Silvio André. Und natürlich begrüße ich diejenigen ganz besonders, die dieses Webinar mal wieder vorbereitet haben, nämlich Carlos Alberto und Ingo Melchers. Vielen Dank für die Organisation. Und natürlich bedanke ich mich an der Teilnahme aller anderen Teilnehmer, die jetzt hier zugegen sind. Das Thema dieses Webinars ist bedeutend und aktuell. Angesichts der Umwelt- und Klimakrise macht es nicht nur Sinn, sondern ist notwendig, dass auch das Finanzwesen, speziell das ländliche Kreditwesen, einen effektiven Beitrag leistet für eine nachhaltigere Nutzung unserer natürlichen Ressourcen. Die Zentralbanken regulieren das Finanzwesen, haben also einen großen Hebel und Einfluss. Ich bin also sehr gespannt, was Claudio präsentieren wird und welche Debatten sich daran anschließen. Ich bin mir aber sicher, dass hier bedeutende Schritte in die richtige Richtung gegangen werden. An den Webinaren des ABD nehmen sehr unterschiedliche Personen aus der Agrarernährungswirtschaft beider Länder teil, aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft, ganz wichtig zu erwähnen. Der Wissenschaft, ebenfalls sehr wichtig, und natürlich die Ministerien aus Deutschland und Brasilien, die diese Dinge politisch begleiten und auch beeinflussen können. Genau diese gesellschaftliche Vielfalt, meine Damen und Herren, ist für uns ein gutes Zeichen für einen lebendigen Dialog. Und das brauchen wir. Und das ist notwendig. Ich wünsche damit allen Beteiligten eine gute und fruchtbare Diskussion. Und vergessen Sie bitte nicht, immer Spaß an der Freude zu haben. Vielen Dank und gebe zurück. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado pelas palavras. Não vamos esquecer da sua orientação. Vielen Dank, Erich. Wir halten uns sicherlich an deine Orientierung. Um jetzt nochmal eine Grüßungsworte zu sagen, möchte Fernando Zellner einladen. Er hat einen Abschluss in Politikwissenschaften der Universität Brasilia, einen postgraduierten Diplom in Diplomatie von Rio Branco Institut und einen Master in Public Policy der University of California. Als Berufsdiplomat war er in der Abteilung für Landwirtschaft und Rohstoffe des Außenministeriums in der brasilianischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in der brasilianischen Botschaft in Bolivien tätig. Von 2020 bis 2022 war er Sonderberater im Kabinett des Ministers für Landwirtschaft. Fernando, Sie haben das Wort. Guten Morgen, Carlos Alberto. Guten Morgen hier in Brasilien, guten Nachmittag in Deutschland. Es ist eine Freude, heute hier zu sein und teilnehmen zu dürfen in diesem APD-Dialog. Ich hatte schon Kontakt gehabt mit Carlos vor einer Weile und bin froh darüber, dass ich hier die Möglichkeit habe, teilzunehmen. Und ich beginne mit dem, dass ich allen ein ganz tolles Event wünsche. Und ich möchte auch Herrn Erich Schneider begrüßen, den Vertreter des BMLs aus Deutschland. Und ich möchte auch alle anderen Teilnehmer begrüßen in Brasilien als auch in Deutschland. Und ganz wichtig für die Panelisten, die sehr reich dabei sein werden. Und ich möchte auch das APD aus Deutschland, die Freundin Ingo Melcher und Carlos Alberto begrüßen.
für die Initiative, dieses Event zu organisieren. Und sicherlich wird es uns helfen, unser Wissen zu erweitern, was die Agrarfinanzierung und die Nachhaltigkeit angeht. Und natürlich auch die nachhaltige Entwicklung der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Seit der heutigen Regierung in dem Agrarministerium arbeiten wir oft, diese Themen zu erweitern, für der Agrarfinanzierung, Nachhaltigkeit in der Agrarfinanzierung. Und wir möchten dieses verstärken, besonders die Nachhaltigkeit in der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Brasilien, durch verschiedene Praktiken, die Produktivität und Nachhaltigkeit verbinden. In diesem Kontext haben wir unsere Arbeit des Ministeriums in drei Achsen strukturiert: nachhaltige Produktion und Innovation, Regulierung des Landes und der Nachhaltigkeit und die kleinbäuerlichen Themen. Und in diesen drei Themen, die Finanzierung und der Kredit, der öffentliche Kredit, auch wie der Privatkredit, ist ein wichtiger Bestandteil, um diese Investitionen zu beschleunigen. Es ist, was wir brauchen, weil wir immer mehr Nahrungsmittel brauchen weltweit, aber auch, um die Teilnahme der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu verstärken. Und in diesem Kontext Kriterien zu diskutieren für die Integration oder die Integration der Nachhaltigkeit in der Agrarfinanzierung ist sehr wichtig. Besonders in diesem kritischen Moment, in dem wir leben, ist es sehr wichtig, das zu erweitern, den Zugang zu erweitern und die Nachhaltigkeit der Agrarwirtschaft zu erweitern. Und deswegen möchte ich nochmal hervorheben, die wichtige Arbeit, die Zentralbank Brasiliens gerade macht, die gerade von Claudio Figueiras vertreten wird. Besonders hier in unserem Ministerium, der von dem Sekretario Bastos vertreten wird. Und Sie sind diejenigen, die in der Vorfront sind dieses Projektes. Ich hatte das Glück, in 2 oder 3 Treffen teilzunehmen, was die Nachhaltigkeit angeht, und konnte sehen, wie hoch oder wie wertvoll die Diskussionen waren, um dieses nicht nur auf dem Papier zu lassen. Im Fall Brasiliens sind wir davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Nachhaltigkeit an alle Landwirte verbreitet wird. Wir haben natürlich schon Plätze, wo das gemacht wird, aber diese Erfahrung zu teilen, die wir haben, mit anderen Ländern, Partnerländern zu teilen, ist sehr wichtig für uns, besonders Deutschland. Wir möchten nicht nur diese Information teilen von dem, was in Brasilien gemacht wird. Öfters sehen wir ein paar Kenntnisse dieser Aktivitäten, aber wir möchten auch Partnerschaften und kooperative Initiativen starten, weil wir wissen, dass nur zusammen können wir die Klimaziele erreichen, die wir für die 1,5 nächsten Jahrzehnte haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir vorwärts schreiten, wie wir das Ganze quantifizieren und messen in der Agrarfinanzierung. Dies wird uns ermöglichen, den Fortschritt zu quantifizieren und auch dann die Korrekturen vornehmen, die vielleicht nötig sein werden. Nochmal möchte ich mich bei der APD bedanken für diese Debatte, für diesen Dialog. Vielen Dank, Carlos. Vielen Dank, Ingo. Und ich wünsche allen einen guten Dialog. Perfeito. Muitas vezes a interface. Sehr gut. Also manchmal haben wir ein bisschen Probleme hier. Vielen Dank, Fernando, für deine Worte und für diesen Kontext, der uns hier gegeben wird, hier in dieser Debatte. Wir werden
jetzt von Claudio Figueres eine erste Präsentation hören. Und von dieser Präsentation aus werden wir dann unsere Debatte weiterführen mit drei Teilnehmern: Leila, Harfuch, so José Angelo. Und jetzt haben wir schon 70 Teilnehmer bei unserer Besprechung. Und ihr könnt auch uns eure Fragen hier lassen bezüglich dieser Themen, die jetzt hier angesprochen werden. Also, jetzt werden wir zur Präsentation kommen von Claudio Figueres. Claudio Figueres arbeitet in der Zentralbank von Brasilien, ist Leiter der Abteilung für Regulierung mit über 15 Jahren Erfahrung in der Aufsichtsüberwachung und Kontrolle von Kreditgeschäften im ländlichen Raum und ProAgro. Claudio ist daher also der größte Spezialist für dieses Thema. Er hat auch Masterabschluss in Rechnungswesen und einen postgraduierten Abschluss in Risikomanagement und auch einen Bachelorabschluss in Rechnungswesen an den öffentlichen Universitäten von Rio de Janeiro und an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro. Also wir sehen, dass Claudius Lebensweg zeigt, inwieweit er vorbereitet ist. Also Claudio, wir geben dir jetzt das Wort für deine Präsentation für die nächsten 15, 20 Minuten. Vielen Dank, Carlos Alberto. Ich bedanke mich bei der APD und für die Worte auch von Fernando. Wir machen diese ganze Arbeit für den ländlichen Kredit, dass er leichter für alle wird. Die Idee dieser Institution vor sehr langer Zeit haben wir in der Zentralbank also diese Abteilung gegründet, spezifisch für den ländlichen Kredit. Und das ist auch etwas, wovon ich sprechen werde jetzt in meiner Präsentation, also der geschichtliche Verlauf. Und jetzt in dieser Situation fehlt uns allen also diese Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und auch einer Landwirtschaft, die aber gleichzeitig eine Produktivität aufweist und die gleichzeitig aber auch immer mehr die Natur schützt. Und natürlich ist die Zentralbank nicht eine Behörde dafür, aber eine Regulierungsbehörde für die Finanzen. Aber dieser ländliche Kredit ist also von unserer Seite aus, was wir haben, um für diese Nachhaltigkeit unseren Beitrag zu leisten. Und jetzt werde ich euch ungefähr eine 17, 18-minütige Präsentation zeigen und später werden wir dann diese Debatte darüber öffnen und wie wir hierher gekommen sind und wie wir hier weiterkommen. Das ist nur der erste Schritt gewesen bis jetzt und es geht darum, wie wir von der Zentralbank aus weitergehen. Denn es geht auch um die ländliche Kredite in unserem ganzen Land, also durch diese Erfassung, durch die geodäsischen Daten. Und wir können also nicht nur die geografischen Koordinaten erfassen, sondern wir haben auch die Erfassung, wie verschiedene Events die bestimmten Orte dann beeinflussen werden. Also könnt ihr alle hier die Präsentation sehen? Sehr gut. So, dann fangen wir mal an. Die Behörde für die nachhaltige Agrarfinanzierung ist entstanden innerhalb von einer Idee der Zentralbank, die verbunden ist mit unserem Mandat. Das heißt, hier ist unser Plan, in einigen Minuten zu erklären, was dieses Mandat
brasilianischen Zentralbank ist und dass wir also auch darüber hinausgehen, über alles, was wir tun können. Wir werden also über die Strukturen sprechen, die die Zentralbank aufgebaut hat, um diesen Kredit zu managen und darüber hinaus diese Überwachung. Und wir werden also ein bisschen darüber sprechen. Wir werden also, es ist nicht etwas, was einfach aus dem Nichts entstanden ist. Auch die Gesamterfassung der geografischen Koordinaten. Wir werden also ein bisschen über dieses System dieser Erfassung der Daten sprechen. Das ist also die Basis der Anordnung des Büros, also des, dieser Behörde. Wir sind also in einer Phase der, des Aufbaus und wo wir auch schon in vielen verschiedenen Sektoren arbeiten. Es geht also über die Zentralbank hinaus. Es gibt also mehrere Akteure, die damit involviert sind. Also sowohl die Landwirtschaftsministerium, aber auch andere. Das heißt, der ländliche Kredit kann nicht nur von der Zentralbank aus kommen. Es muss also diese Integration geben. Innerhalb dieses Mandats der Zentralbank, wie bei jeder Zentralbank, haben wir das Ziel der Stabilität des Finanzsystems und der Effizienz. Da müssen wir auf die großen Kredite im Land schauen, wo es also nicht nur ländliche Kredite gibt. Darüber hinaus, es gibt auch andere große im Elektrowesen, große Werke und andere Aktivitäten, welche auch natürlich ihren Impact haben auf die Umwelt. Und dass die Zentralbank vor 10 Jahren schon hatte ein Auge auf diese Risiken und dass auch diese Sozial- und Umweltrisiken mit in Betracht gezogen werden. Aber im ländlichen Kredit haben wir also noch mehr Informationen dazu, denn wir haben ein System aufgebaut, das in der Vergangenheit aufgebaut wurde und das, wo heute die gleichen Informationen gefiltert werden. Und seit 5 Jahren stehe ich an der Spitze dieses Systems, wo wir dieses Ziel haben, eines nachhaltigen ländlichen Kredits. Und diese Daten, die auch überprüfbar sind, auch innerhalb und außerhalb von Brasilien, dass diese so benutzt werden können dafür. Und wie ich bereits gesagt habe, also wir haben also einen Aufbau in unserer Behörde, der vertikal aufgebaut ist. Das heißt, wir überprüfen hier in dieser Abteilung dieses. In 95 hatten wir ein System, wo es nur um die Registrierung ging. Das heißt, wir haben begonnen, Validierungen aufzubauen. Danach, die waren aber nur intern. Aber durch diese geodätischen Koordinaten, die geografischen Koordinaten, konnten wir auf eine bessere Weise diese Erfassungen machen. Das heißt, es ging vorher nur um diese Deckung in Bezug auf diese öffentlichen Risiken. Später sind wir auf den Kredit gekommen. Also von 2020 aus haben wir also in unserer Landkarte wirklich überall die Reflexion von diesen Maßnahmen. Das heißt, wir bauen dieses System auf durch dieses SICOR-System, das operative System für Agrarfinanzierung und das ProAgro. Und wir haben also Real-Time-Validierung, Echtzeit-Validierung. Und wir können also tatsächlich diese Daten erfassen und auch überprüfen. Das heißt, wir haben die dauerhafte Überprüfung. Und wir haben also wirklich in dieser Situation die Ausübung dessen, was wir geplant wurde und
das wurde jetzt in Praxis umgelegt in Bezug auf den ländlichen Kredit. Wie funktioniert das heute? Also das System für den ländlichen Kredit, wie ich schon gesagt habe, es ist also in Echtzeit. Wir haben also heute die jährliche Bilanz 1,9 Millionen Kreditoperationen und das sind 309 Billionen Reais, also ungefähr 56 Billionen US-Dollar. Also wir haben in diesem System 3,7 Millionen aktive Kreditverträge, wobei wir für diese 459 Billionen Reais einstehen, 83 Billionen US-Dollar. Also für wen werden diese Daten benutzt? Also zuerst können wir in diesem System identifizieren, welche Programme, Nachhaltigkeitsprogramme, staatliche Nachhaltigkeitsprogramme eingehalten werden. Zum Beispiel, wir haben verschiedene Programme auch für Familienbetriebe. Dann auch zum Beispiel die Nutzung von bestimmten von Benzin oder anderen Formen von Stoffen. Wir haben auch in unserem System registriert, dieses Programm der Systeme, also integrierte Land-, Vieh- und Forstwirtschaft und Direktsaat. Und es ist wichtig, dass bei diesen Überprüfungen, die wir machen, in diesem System, schauen wir das auf Echtzeit und Realtime an. Wir schauen auch in dieser Überprüfung, ob es sklavenähnliche Arbeitsbedingungen gibt. Das heißt, ob es ein Unternehmen ist, ein Betrieb ist, der bereits eingetragen wurde wegen solcher Anzeigen. Und wir schauen auch, ob in diesen Koordinaten, geografischen Koordinaten des Betriebs, das diesen offiziellen Koordinaten entspricht und ob es in diesem System, ob dieser Betrieb auch im ländlichen Umweltregister eingetragen ist. Das heißt, in Brasilien gibt es da eine bestimmte Ausnahme, dass wir mehr als eine Pflanzkultur pro Jahr haben. Und das muss dieser geografischen Garten, den geografischen Garten entsprechen. Das heißt, für die Erlaubnis von einem ländlichen Kredit muss das übereinstimmen. Das ist also das System, das bis heute so funktioniert. Und wie geht dies jetzt über in ein moderneres System, in das, was wir wirklich wollen? Für einen nachhaltigen ländlichen Kredit. Also, wie ist dieser Übergang? Denn wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen. Das erste ist, dass wir jedem nationalen oder ausländischen Investor die Sicherheit geben. Das heißt, in Bezug auf irgendwelche Hindernisse, in Bezug auf den Finanzrat, den brasilianischen Finanzrat, haben wir Folgendes gemacht. Das heißt, in verschiedenen Situationen, wie ich schon gesagt habe, haben wir vorher uns diese Qualitäten angeschaut. Das heißt, wir haben bereits in bestimmten Situationen schon geschaut, ob es sich um Ländern der Ureinwohner oder Quilombolas handelt. Das heißt, in Echtzeit, sofort, wenn ein neuer Kredit gegeben werden soll, alle Ureinwohnerländer und alle Quilombola-Länder, wenn irgendein Teil davon in diese geografischen Daten fällt, dann wird das sofort erfasst. Es gibt auch Naturschutzgebiete oder Sperrgebiete, und auch bestimmte Biome des Amazonas. Das heißt,
Das sind die ersten Schritte für diese Maßnahmen. Dann haben wir den weiteren Schritt in Bezug auf wir diskutieren gerade mit dem die Landwirtschaftsministerium neue Normen, die auch soziale, Klima- und Umweltvorteile bringen wird. Wir wissen, dass ABC-Programm schon registriert wurde. Wir möchten einen Kredit geben mit für geringen Kohlenstoffausschüttung. Wir möchten aber zum Beispiel in erneuerbare Energie investieren, auf unserer Farm. Das alles wird in den Systemen bereitgestellt werden. Und sobald die Norm fertig ist, wird es sehr leicht erkennbar sein. Und mit den ganzen geodätischen Daten werden wir eine sehr gute Überwachung haben werden. Und wir möchten verschiedene automatisierte Routinen benutzen, artifizielle Intelligenz benutzen, dass wenn der Landwirt Sojaanbau angibt und er wird dann überprüfen tatsächlich, ob es Sojaanbau ist oder nicht oder eine andere Kultur, weil wir über die Satellitenaufnahme sehen können. Und dann kann man über die Kriterien für diesen Kredit sehen, ob alles gemacht wird, wie angesagt. Das ist eine Sache, die wir gerade entwickeln, einer spezialisierten Behörde für artifizielle Intelligenz. Wir haben ein Abkommen geschlossen und wir werden artifizielle Intelligenz verwenden, um die Überwachung zu machen. Und im Mai dieses Jahres wird es schon funktionieren, ein wichtiger Schritt passieren für die Agrarfinanzierung. Bis Ende letzten Jahres, jedes Mal, wenn die Banken Informationen schickten, hatten sie zwar die Daten von der eigenen Bank, aber nicht von den anderen Banken. Diese Daten waren nicht konsolidiert. Heute, wenn man in das System für die Agrarfinanzierung einsteigt, kann man alle Kredite sehen, die gemacht worden sind. Und nicht nur die konsolidierte, sondern auch die offenen Daten, geodätischen Daten, alles, was gemacht worden ist. Und wir glauben, dass dadurch das Finanzierungssystem in Brasilien wesentlich kompetitiver werden wird. Wir haben schon ein paar Effekte diesbezüglich gesehen. Und jetzt im Mai wird auch der Landwirt jeden zu erlauben, diese Informationen zu sehen. Und es wird öffentlich bereitgestellt werden. Es ist eine Sache, die heute schon gemacht wird. Und wir arbeiten an diesen Werkzeugen. Die Sicherheit dieser Werkzeuge wurden schon getestet. Viele Informationen dürfen ja nicht geteilt werden. Es gibt Subventionen, aber die nicht geteilt werden können. Das heißt, der Landwirt kann die Informationen erlauben, dass alle die sehen, ja, innerhalb des Systems und außerhalb des Systems. Und das passiert im Mai dieses Jahres. Und zuletzt, um dass ich nicht zu lange rede und dass ich die gegebene Zeit überschreite, die Carlos mir gegeben hat, möchte ich mich ein bisschen darüber unterhalten, wie unsere Behörde aufgebaut wurde. Zuerst haben wir ein Abkommen mit brasilianischen Dienststelle für Forstwirtschaft, um an das ländliche Umweltregister Zugriff zu haben. Und mit dieser Partnerschaft, zusammen mit der brasilianischen Dienststelle für Forstwirtschaft, können wir die Details des CARS sehen, des ländlichen Umweltregisters. Und dann können wir sehen, dass diese Information auch mehr Qualität hat. Und falls dieser Kredit irgendwie eine Wassergenehmigung braucht, dann haben wir natürlich die anderen Ministerien wie Umweltministerium, ICMB und IBIRMA, das sind Behörden zum Schutz der Umwelt, müssen wir auch eng zusammenarbeiten. Und wir werden auch
die Sperrgebiete und Naturschutzgebiete kontrollieren und überwachen. Funai, indigene Gebiete, es ist schon fertig, alles ist in Ordnung. Beim Inkra, bei den Quilombola-Gebieten und Landreformgebiete, es ist praktisch schon fertig. Sobald wir es freigeben, und das wird bald passieren, jede Agrarfinanzierung wird sofort gesehen werden, ob es in einem Quilombola-Gebiet ist, im indigenen Gebiet, oder ob es sklavenähnliche Zustände gab. Und das Justizministerium. Und warum das Justizministerium? Weil durch das Justizministerium und dem Nationalen Fonds für die Sicherheit des Landes können wir dieses Fonds auch für die Agrarfinanzierung benutzen. Wir können beziehungsweise die Satelliten dieses Fonds benutzen. Und da können wir alle Bilder der Agrarfinanzierung im Lande sehen über die Satelliten. Natürlich, wir benutzen die normalen Aufnahmen, die Hochdefinitionsaufnahmen können wir nicht benutzen, die sie natürlich im Militärbereich benutzen. Und um zum Schluss zu kommen, möchte ich mich noch einmal bedanken für die Gelegenheit, die ich hatte, das System vorzustellen und ganz klar zu sagen, dass die Idee der Zentralbank ist, dass wir ein System haben möchten, in dem das Finanzierungssystem und auch die Leute außerhalb des Systems die Kredite sich angucken können, welche Operationen sie finanzieren oder kaufen möchten. Und der erste Punkt, die Operation, die muss innerhalb der Gesetze sein. Und wenn es innerhalb der Gesetze ist, muss es klar zu sehen sein, was nachhaltig ist, was die Kriterien der Nachhaltigkeit unterstützt oder ob die Kriterien noch nicht eingehalten werden. Aber über die Jahre werden wir jedes Mal mehr die Nachhaltigkeit verstärken. Wir werden eine Migration sehen in Brasilien von einer konventionellen Landwirtschaft und Agrarwirtschaft zu einer umweltfreundlichen und respektierenden Landwirtschaft und Agrarwirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Claudio. Eine hervorragende Präsentation. Wir hatten eine ganz tolle Introduktion und ich wollte nur gerade eine Bemerkung von mir geben. Wir kennen ja diese Diskussion, und das ist die Diskussion des Mandates der Zentralbank. Was macht die Zentralbank tatsächlich? Warum arbeitet die Zentralbank mit Nachhaltigkeit? Und es ist ein Risiko. Wir können zwar eine technische Antwort sehen wegen der Risiken in jeder finanziellen Operation, aber warum arbeitet die Zentralbank in ihren Richtlinien und in der Überwachung dieser Richtlinien scheint sehr wichtig zu sein und natürlich auch sehr modern, weil wenn man hinterfragt, ob die Zentralbank diese Aktivitäten machen sollte. Wer das hinterfragt, weiß nicht, dass die Nachhaltigkeit wegen der Klimakrise ein transversales Thema ist. Alle müssen daran arbeiten. Das ist natürlich, was nötig ist und in der heutigen Zeit. So, das war ganz toll. Vielen Dank. Und jetzt haben wir Inhalt, um die Diskussion weiterzuführen. Wir haben jetzt momentan über 80 Teilnehmer, viele Partner, viele Freunde aus Deutschland und Brasilien. Ich möchte nicht alle Namen nennen, aber vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und jetzt haben wir die Teilnahme von José Ângelo. José Ângelo ist vertretender Sekretär
des Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht und Versorgung. José Ângelo ist auch ein Teil des Boards von der Conabi und ist auch Langzeitmitarbeiter der Zentralbank. José Ângelo ist ein Spezialist in der Regulierung des Finanzwirtschaft, ist auch Ingenieur, ist Rechtsanwalt, hat einen Master in der PUCI Rio de Janeiro und hat eine Spezialisierung in George Washington Universität. José Ângelo, du hast das Wort. Du bist der Erste. Du hast 10 Minuten. Vielen Dank für deine Teilnahme. Vielen Dank. Es ist eine Freude, hier bei Ihnen zu sein, in dieser Initiative der APD, die wir so gerne mögen. Wir müssen uns näher kommen. Wir müssen uns den Märkten nähern, den Verbrauchern. Und wir produzieren Nahrungsmittel in Brasilien. Und was natürlich wichtig ist in unserem Sektor, was unser Agrarsektor und Ernährungswirtschaft zeigt, ist, dass wir das machen, was wir machen müssen. So Brasilien entwickelte seine Wirtschaft von einem Import zu einem Exportland und wir werden mehr Nahrung benötigen. Auch die Nahrungssicherheit ist eine wichtige Frage für alle. Und warum sprechen wir so stolz darüber? Weil unsere Landwirtschaft kann 100% nachhaltig sein. Heutzutage ist es schon sehr nachhaltig. Wir haben eine Landwirtschaft, die wirtschaftlich vollkommen möglich ist, wo die Felder das ganze Jahr produzieren können. Und ich möchte immer wieder darauf hinweisen, dass 2/3 des Landes Brasiliens geschützt wird. Also 2/3 sind noch indigene Biome. Unsere Landwirtschaft ist sehr stark. Wir haben große Landwirte, aber wir haben auch über 1 Million kleinbäuerliche Familien. Also es ist auch sozial getragen und pragmatisch gesehen, werden wir das machen, was nötig ist. Wir sind Menschen, die uns nicht vor unseren Verantwortungen verstecken. Wenn wir Probleme haben, werden wir sie lösen. Und hier sehen wir Claudio Figueiras von der Zentralbank. Ich glaube nicht, dass eine andere Zentralbank weltweit eine Abteilung hat für die Agrarfinanzierung, die an die Nachhaltigkeit denkt und dass diese Diskussion auch angeleitet wird. Also es ist tatsächlich eine Behörde, eine Abteilung, die grün denkt. Und wir haben auch die Taxonomie für die Landwirtschaft entwickelt und wir haben 2 neue Gesetze, wo der Markt sich entwickelt hat und diese Gesetze verleihen mehr Sicherheit und wir können diese Finanzierung jetzt unterstützen, auch dass die Investoren sich sicherer fühlen. Die Nachhaltigkeit ist besser, die Überwachung ist besser. Wir können jetzt auch checken, woher die Produkte kommen. Wir haben also schon die Lösung. Wir haben also auch die Art und Weise, wie wir auf diesem finanziellen Markt wirken können. Und durch diese Umweltregistrierung, durch diese nachhaltige Umweltregistrierung, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir verschiedene Instrumente haben für diese Unterstützung. Also, dass wir auch dadurch rechtliche Wege finden, um wir haben immer mehr Fortschritt gemacht, auch mit der technischen Assistenz und auch in öffentlichen Maßnahmen. Wir müssen also
die öffentlichen Maßnahmen verbessern, dass die Öffentlichkeitspolitik verbessern und damit wir mit dem ländlichen Kredit weiterkommen. Wir haben schon Fortschritt gemacht, aber was das hier zeigt, Claudius' Präsentation, dass wir alles sehr erfolgreich auch erfasst haben. Es ist viel besser als Brasilien in 2012, Brasilien in der Vergangenheit. Und wir haben diese Skalierung. Unsere Agrowirtschaft ist mehr als ein Viertel des nationalen Bruttoeinkommens. In Bezug auch darauf, was innerhalb der Pforte und außerhalb der Pforte geschieht. Das heißt, wir reden auch von dem, was uns fehlt, also die Investoren auch in diesem Sinne anzuziehen und neue Märkte zu erschließen. Und unsere Landwirtschaft hat eigentlich wirklich tatsächlich auch sich um die Umwelt gekümmert, beziehungsweise hat für Nachhaltigkeit gesorgt. Unsere Kosten, wir haben die höchsten Kosten bezüglich Dünger und anderer Materialien. Das heißt, wir haben in dieser Hinsicht auch alle Maßnahmen ergriffen, die uns für Umwelt, also pro Umwelt sozusagen, auszeichnen. Aber es geht um den Markt, dass die Märkte erscheinen, dass der Markt erscheint. Dass das Produkt, das wir haben, auch dieses Format bekommt. Das heißt, dass Unternehmer in diesem Sinne auch arbeiten, in diesem Format. Dass wir wollen das so tun. Das heißt, ich beende hier meine Teilnahme und möchte mich bei Claudio bedanken, dass wir hier sehen, dass wir als Land hier einen wichtigen Schritt tun. Dass wir auch uns nicht scheuen, daran zu arbeiten. Wir sind immer näher daran, dass ihr als Verbraucher bessere Produkte bekommt. Und ihr, auch deutsche Verbraucher. Und wir warten darauf, dass wir diese Freude haben, diese Effizienz, die wir alle uns wünschen, in der Produktion, in der Ernährungssicherheit und in der Nachhaltigkeit, auch für euch. Vielen Dank. Vielen Dank, José Ângelo. Danke, dass du auch dabei geblieben bist. Auch hier bei dem, was du sagst, werden wir auch noch ein bisschen reflektieren. Jetzt werden wir die Teilnehmer haben von Leila Harfouch. Sie ist geschäftsführende Partnerin und leitende Forscherin bei AgroEconomy, spezialisiert auf quantitative Analysen in Bereichen Agrarwissenschaft, Familienbetriebe, internationaler Handel, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Aber hat auch bei der Verbesserung der brasilianischen zur Verbesserung der brasilianischen Agrarpolitik beigetragen. Gastforscherin an der Universität von Illinois. Auch internationale Handel und Familienbetriebe. Ist ausgebildet auch in Ökonomie von der Universität von Paraná, Wirtschaftswissenschaftlerin, und hat ihren Doktor in angewandter Ökonomie gemacht in São Paulo. Und ich übergebe ihr das Wort. Vielen Dank, Carlos. Und
dass ich hier auch bei dieser reichen Debatte dabei sein darf und lernen kann. Und mich bedanken möchte bei Claudio und auch hier zu sehen, diesen ganzen Fortschritt, der gemacht wurde, um die nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum auch in dieser Agenda zu verstärken. Und mit diesem Hashtag Nachhaltigkeit sehen wir den Fortschritt von SECOR und von dem Nachhaltigkeitsplan auch in diesem System und auch im Landwirtschaftsministerium und Wirtschaftsministerium mit dieser Richtung, wo immer mehr Ressourcen in die technologische Entwicklung im ländlichen Bereich geflossen wurden, auch für niedrige Emissionen. Und der ländliche Kredit hat immer mehr diese durch Nutzung dieser Technologien auch hervorgehoben. Und wir haben auch in diesem ländlichen Raum diese nachhaltigen Technologien, die auch niedrige Emissionen haben, gesehen. Und da wir auch darauf schauen müssen, dass immer weniger Klimarisiken bei dieser Übernahme von diesen Technologien übernommen wird. Das heißt, die Ressourcen für dieses Programm wurden dieses Jahr verdreifacht. Also mehr als 6 Milliarden Reais wurden hier investiert. Vor 3 Jahren war das nur ein Drittel von diesem Wert. Und wir sehen, es gibt immer mehr Nachfrage in dem ländlichen Raum, um also auch den Nachfragen aller Landwirte nachzukommen. Wir haben in der Entwicklungsbank auch diesen Kredit für Innovation. Und es fehlt uns eigentlich an Ressourcen in diesem Programm. Es ist einfach zu viel Nachfrage. Und bei diesem Programm für Umweltschutz, für Familienbetriebe, für niedrige Gashaus-Emissionen, Pollution. Müssen wir also noch spezifischer schauen, dass dies auch eingeschlossen wird in diesen Plan. Auch was die Einnahmen betrifft dieser Familien, die sich verbessern muss. Wir haben 450 Milliarden Reais innerhalb dieses ländlichen Kredits für die verschiedenen Betriebe. Also hier haben wir bestimmte Attribute der finanziellen Institute, die auch bei diesen Landwirten differenziert werden sollte, für diese bestimmten Landwirte differenziert werden sollten. Auch für die Konditionen dieser Finanzierung, für diese Nachhaltigkeitsplanung, sowohl für Landnutzer wie auch die Umwelt, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Was wir sehen ist, SECOR gibt diese Möglichkeit, diese Risikoanalysen zu integrieren und dass dies also klassifiziert wird in dem gesamten Register und SECOR also sozusagen als minimales Fundament genutzt wird für die Erordnung von denjenigen, die diesen Kredit erhalten. Diese Kriterien, die auch für die Nachhaltigkeit gefordert werden, was
auch andere Kreditinstitutionen mit einzieht, also diese Kriterien mit einzubeziehen. Und SICOR hat immer diese Felder und diese verschiedenen Teile der Landwirtschaft mit einbezogen und Technologien mit einbezogen. Es gab dort immer einige Lücken, was die Banken betraf. Und ich denke, wir haben jetzt mehr Forderungen in diesem Sinne, die wir heute sehen, also auch bezüglich der Landwirte. Damit er auch Möglichkeiten hat, an diesen Kredit zu kommen. Und wir sehen hier einen großen Wandel, also im landwirtschaftlichen Bereich, in Bezug auf den Betrieb selber. Und es wird diesen Bereich revolutionieren durch den ländlichen Kredit, so wie wir ihn heute haben. Diese Kriterien und Maßnahmen, der Kredit eben für diese Landwirte, die diese Maßnahmen übernehmen, die diese nachhaltigen Systeme übernehmen. Und auch dieses wichtige Instrument der Risikoanalyse für die Umwelt, wo die Zentralbank ja auch investiert hat, um diese Technologien zu verbessern, um also mehr Informationen zu haben, inwieweit diese Risiken bestehen. Und zum Beispiel Risiken, wie der Landwirt auch diese Aktivitäten ausübt, wie die Erde benutzt wird, welche Technologien angewandt werden. Und in diesem Sinne ist die Erde dann auch widerstandsfähig gegenüber bestimmten klimatischen Situationen und Gegebenheiten. Und wie seht ihr das in der Behörde für nachhaltigen ländlichen Kredit? Und inwieweit, was ja noch öffentlich herausgegeben wurde, aber die Informationen, die sehr relevant sind für eine Risikoanalyse bezüglich der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Und das ist einer der Punkte, den ich hier wahrnehmen möchte. Also das Kriterium für diesen Zulass für Kredite, also inwieweit diese verschiedenen Situationen, die wir jetzt sehen, von klimatischem Wandel, also auch, wie wir schon gehört haben, es gibt also einige Schritte, die wir da tun müssen für diese Sicherheit und auch wie die verschiedenen Situationen für den Kredit dann gelöst werden, wenn Leute in Schuld stehen. Also was die besten Praktiken und die besten Technologien dafür sind. Und auch in dieser Hinsicht die Landwirte, die eben dieses Risiko eingehen, wegen den Wettergegebenheiten und anderen Risiken. Und dass da also eine aktive Teilnahme stattfindet, auch auf öffentlichem Niveau. Und wo wir auch diese Fortschritte sehen, bis hierher. Vielen Dank. Vielen Dank, Leila. Vielen Dank für deine Worte. Es war wieder eine fantastische Präsentation mit so vielen verschiedenen Aspekten, die ja nur bestätigen, wie viel sie können. Und bevor ich das Wort an Silvio übergebe, würde ich gerne zwei Kommentare machen. Der Kredit und die Versicherung, Agrarversicherung, sollten tatsächlich
der Hebel sein, dass die guten Sachen passieren und natürlich auch in der richtigen. Es muss innerhalb des Gesetzes sein. Man kann nicht erlauben, dass es einen Kredit gibt für die Entforstung oder für den Kredit in indigenen Gebieten, was öfters in unserem Land passiert. Und der weitere Aspekt, den du hervorgehoben hast, ist die Einbeziehung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in dem Plan ABC+. Das ist, so viele Brasilianer sind in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft beteiligt und was wichtig ist für die Nahrungsmittelerstellung. Und das hilft uns für die Ernährungssicherheit und auch für das Klima. Was ist, sind die nachhaltigen Praktiken, die auch ein Geschäftsmodell sein können für die Überlebung der Landwirte, der kleinen Bauern. Das sind nicht Extrakosten, weil die Krise ist da. Wir sehen sie in der Landwirtschaft und auch in den großen Städten. Es ist nicht nur eine Debatte, ob die Klimakrise existiert oder nicht. Sie existiert, Punkt. Also unser Partner, Silvio André ist Deutscher und er arbeitet seit 2000 in der Kreditwirtschaft in Deutschland tätig. Er war schon in Asien, Lateinamerika und Afrika und seit 2008 ist er Risikofachkraft der Sparkassenverband in Deutschland. Das sind öffentliche Banken wie unsere Caixa Econômica in Brasilien und sie beteiligen sich an 30% des Marktes in Deutschland. Silvio arbeitet seit langer Zeit in den Sparkassen- und Giroverbänden. Er ist Doktor in Ökonomie in der Uni von Berlin, arbeitet mit verschiedenen Wirtschaftssystemen, Banksystemen und arbeitet auch mit Nachhaltigkeit, hat verschiedene Papers, Artikel geschrieben. Und wir werden jetzt schon ansagen, dass wir einen Artikel vom Silvio über Nachhaltigkeit in Kürze veröffentlichen werden. Dieses Paper wird gerade übersetzt und wird dann auf unserer Webseite sein. Silvio, Sie haben das Wort. Sie haben 10 Minuten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an den APD für die Einladung heute zu der wichtigen Diskussion Agrarfinanzierung vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Ich danke allen Vorrednern für den sehr, sehr, sehr spannenden und interessanten Input und ich bin ganz begeistert und angetan von dem System, was Claudio vorgestellt hat, was die Zentralbank seit vielen Jahren etabliert hat und weiterentwickelt. Lassen Sie mich drei Punkte kurz skizzieren, die ich aus meiner Erfahrung heraus für die Agrarfinanzierung im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit als sehr wichtig erachte. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die Banken, wenn sie Agrarkredite vergeben, immer wieder in die traditionelle Kreditvergabe hineinfallen. Es geht darum, dass der Kredit zurückgezahlt werden muss, dass das landwirtschaftliche Projekt effizient ist, etc., wirtschaftlich effizient ist. Und Banken sich sehr, sehr, sehr schwer tun, sich diesem Thema der Nachhaltigkeit tatsächlich auch zu nähern. Und was mir dort immer entgegenschlägt, ist die Frage, gibt es nicht standardisierte Formate, um festzulegen, ab wann eine bestimmte Anbaumethode oder Ähnliches tatsächlich auch nachhaltig im Sinne von, ich fokussiere mich jetzt immer sehr, sehr stark auf das Thema CO2-Emissionen im weitesten Sinne, inwieweit die Anbaumethode kohlenstoffarm ist oder einen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung leistet. Hier verstehe ich also, dass die Initiative und die Umsetzungsaktivitäten der Zentralbank
als ein solches Ansinnen für Standardisierung, für standardisierte Formate zu sorgen, um auf diese Art und Weise die Banken mitzunehmen auf dem Weg der Agrarkreditvergabe im Kontext der Nachhaltigkeit. Also ich bin sehr positiv angetan von dieser Initiative, von den drei Phasen, Claudio, die Sie vorgestellt haben, um zu sehen, wie sich die Zentralbank hier weiterentwickelt. Ganz kurz nur die Information: in der EU möchte man diesen Weg ja auch gehen und hat eine sogenannte Taxonomie entwickelt, die aber für die Landwirtschaft noch nicht veröffentlicht ist. Und alle warten gespannt darauf, wie diese Taxonomie aussehen könnte. Mein zweiter wichtiger Punkt, finde ich, betrifft das Thema der Heterogenität der landwirtschaftlichen Betriebe. Sowohl in Brasilien als auch in der EU und in Deutschland haben wir eine große Heterogenität der landwirtschaftlichen Betriebe. Und insofern ist das eine große Herausforderung, wenn eine Behörde wie die Zentralbank oder eine supranationale Behörde wie die Europäische Kommission in der EU versucht, einheitliche Normen und Kategorien zu schaffen, die definieren, wann ist eine Anbaumethode als nachhaltig einzuschätzen, zu kategorisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da vorzugehen. Da gibt es quantitative Schwellenwerte, die man definieren kann, absolute, relative Schwellenwerte. Die scheitern häufig daran, dass die Daten nicht vorhanden sind, dass also keine ausreichenden Informationen darüber vorhanden sind, welchen CO2-Ausstoß eine bestimmte landwirtschaftliche Praktik mit sich bringt. Auch hier sehe ich das Register, was Sie aufgebaut haben in der brasilianischen Zentralbank, als ein ganz, ganz großen Fortschritt, diese Daten alle einzusammeln, insbesondere die Geodaten einzusammeln und auf dieser Basis viel leichter möglicherweise dann solche relativen und absoluten Schwellenwerte festzulegen. Wenn quantitative Schwellenwerte nicht vorhanden sind, dann kann man den Weg über qualitative Kriterien gehen, indem man also verschiedene Bewirtschaftungspraktiken bündelt und definiert, dass diese Praktiken als eine kohlenstoffarme Landwirtschaft einzuschätzen ist. Der Weg ist etwas schwieriger insofern, weil natürlich in regelmäßigen Audits dann auch immer der Nachweis erbracht werden muss. Sie machen das sogar in Echtzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, inwieweit diese Bewirtschaftungspraktiken tatsächlich auch am Ende des Tages zur Anwendung kommen. Mein dritter Punkt, den ich gerne vortragen möchte, betrifft, und das spielt auf die letzte Folie von Ihnen an, Claudio, dieses Register, was Sie aufgebaut haben, wo Sie mit verschiedenen Stakeholdern zusammenarbeiten. Ich interpretiere das mit meinen Worten als eine sogenannte Plattform für nachhaltige Finanzen. Dort können also verschiedene Praktiken zusammengetragen werden. Dort kann möglicherweise auch das Thema Zertifizierung könnte eine sehr, sehr wichtige und eine sehr gute Rolle spielen. Und da geht es mir darum, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, eben nicht nur staatliche Behörden unter diesem Dach zu vereinen, sondern eben auch private Initiativen, wenn ich jetzt an Zertifizierung beispielsweise denke, oder auch Stakeholder aus der Zivilgesellschaft dort mit zu integrieren. Immer mit dem Ziel, Praktiken, Daten etc. zusammenzutragen. Und nach diesen drei Punkten, die ich hier kurz versucht habe zu skizzieren, habe ich gerne auch noch eine Frage. Ich hatte ja schon positiv hervorgehoben, dass das Arbeiten mit Geodaten ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, um solche Kriterien am Ende auch belastbar zu definieren und auf dieser Basis dann auch Agrarkredite zu vergeben. Und meine Frage richtet sich auch an Claudio, nämlich inwieweit die Bilanzierung von Umweltdienstleistungen, die in Brasilien meines Wissens auch schon sehr weit vorangeschritten ist, auf der Grundlage des Sistema de Contas Economicas Ambientais bei SICUR und auch bei der nächsten Phase
eine wichtige Rolle spielt, weil dieses Sistema de Contas Economicas Ambientales enthält ja eine Vielzahl von strukturierten Informationssätzen über Umweltdaten, aber eben auch über Wirtschaftsstatistiken, hier auch die Verknüpfung zum IBGE beispielsweise. Auch das könnte ich mir vorstellen, und das ist meine Frage, inwieweit es hier eine Verknüpfung auch zu Ihrem System, zu Ihrem Register gibt, wenn es um die Definition der Nachhaltigkeitskriterien geht, denn das könnte auch eine gute Grundlage, eine gute Datengrundlage für die Festlegung von solchen Schwellenwerten sein, quantitativen Schwellenwerten, die sagen, an welchen Stellen eine landwirtschaftliche Praktik tatsächlich als nachhaltig eingeschätzt wird. Und das führt mich zum letzten Satz. Wenn die Banken diese Informationen tatsächlich dann besitzen und ich bin sehr überrascht über diese Transparenz, die Sie hier herstellen, dass also sowohl die Kreditnehmer als auch die Kreditgeber hier reinschauen können in das Register und Transparenz darüber hergestellt wird, welche Kredite vergeben worden sind unter Beachtung der Datenschutzanforderungen und so weiter und so fort. Wenn also Banken diese Informationen haben, dann tun sie sich sehr viel leichter, so meine Erfahrung, Kredite zu vergeben, die im Zusammenhang mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken stehen und nicht wieder zurückzufallen in das alte System, zu sagen, entscheidend ist, dass der Kredit zurückgezahlt wird und da ist gar nicht so maßgeblich, welchen CO2-Ausstoß diese Anbaupraktik hat, sondern wichtig ist die Kreditvergabe. Und die Banken dafür zu sensibilisieren, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank. Muito obrigado, Silvio. O Silvio apresenta panorama que eu... Vielen Dank, Silvio. Ja, Silvio hat uns natürlich unheimlich wichtige Punkte gezeigt und jetzt möchten wir seinen Artikel natürlich lesen. Also als Kommentar, Silvio, dieser letzte Satz sagte, dass die Informationen tatsächlich auch erhältlich sind für die Banken. Das ist das Open Finance, das Open Agrarwirtschaft und das verhilft den Banken, die Risikoanalyse bei der Kreditaufnahme zu machen. Also nicht nur in der traditionellen Form, nicht nur die Analyse, ob der Kredit auch zurückbezahlt werden kann, sondern auch alle anderen Kriterien, die auch natürlich innerhalb der Gesetzgrenzen gemacht werden müssen. In der traditionellen Analyse müssen wir sehen, ob die Farm nicht im Gesetz ist, braucht das natürlich Probleme. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema in der Strategie der Zentralbank. Claudio, wir sind noch innerhalb unserer vorgegebenen Zeit und jetzt haben Sie noch ein bisschen Zeit, noch die Kommentare zu kommentieren, Fragen, ein paar Nuancen zu erklären. Sie haben 10 Minuten und wir wissen, dass dieses Thema nie ausgesprochen oder komplett besprochen werden wird. Wir bräuchten mehr Zeit, aber das ist auch ein Teil unserer Arbeit und es heißt doch nur, dass unsere Arbeit gut gelaufen ist. Claudio, du hast wieder das Wort. Vielen Dank an alle für die Lobe und dass Sie dabei waren bei unserer Präsentation. Das ist vielleicht ein Thema, über das wir den ganzen Tag reden konnten. Erik, der schon ganz zu Beginn sagte, und wir hatten ja schon persönlich ein Treffen innerhalb der Zentralbank. Unser Gespräch war genial. Und ich fange mit Leila an, dann zum Silvio überzugehen. Leila. Die Sachen, die wichtig sind und was auch Silvio gerade angesprochen hat, für die kleinbäuerliche Landwirtschaft haben wir ein Abkommen mit der Embrapa geschlossen. Es ist nicht in den Stakeholders, dieses Abkommen existiert seit einigen Jahren, wo wir die Wissenschaft und das Zoning vom Embrapa unterstützen, übers ProAgro. Und es ist ein Fonds, über den wir die Risiken verkleinern können. Und eins heißt SARCI und der
das Anbauniveau. Heute ein Kleinlandwirt, wenn es in das System kommt, wir haben heute in unserem System Mindestinformation von 150 Daten. So, wenn wir oder wenn jemand einen Kredit haben möchte, gucken wir zuerst mal, ob alle 155 da sind und ob sie in diesem CARC-System eingetragen sind. Aber wir haben diesen Mandat noch nicht, dass wir den Kredit verbieten. Und da die Zentralbank eben BRAPA finanziert und einen Teil dieser Forschung finanziert, können die Banken das SARC für den Agrarkredit benutzen. Und ich hoffe, dass in Kürze wir alle Kredite verbieten können. Nicht nur die Agrarfinanzierung, wenn es gesetzlich nicht stimmt, sondern auch alle. Aber in Praxis verwenden Banken ein gewisses Fenster. Wenn es nicht in diesem Zeitraum des Bebauens ist, der Saat, dann wird der Kredit auch nicht freigegeben. Eine interessante Sache, die ich hier kurz ansprechen möchte, ist, dass unsere Datenbank innerhalb einer Datenbank der Zentralbank ist. Die STECO, das ist eine Verbindung in Gleichzeit online mit den anderen Stakeholders. Die brasilianische Regierung hat eine Arbeitsgruppe, in der wir teilnehmen, dass diese Daten auch verteilt werden. Wenn jemand nach Daten sucht, kann er Zugriff haben zu allen Daten. Ich habe zwar nicht die Datenbank von meinem Partner, aber ich kann zugreifen zu deren Datenbank. So, ich habe eine Datenbank in der Zentralbank und für die Agrarfinanzierung habe ich die Produktivität, Zahlung. Und vorher guckte man sich nur die Zahlung an. Unsere Datenbank heute hat mehr Informationen und nicht nur die Zahlung. Was wir haben, ist geografische Daten, wie der Anbau gemacht wird, die Situation des Landwirtes anhand der geografischen Daten. Man kann auch das vergleichen mit den vorigen Jahren. Und wir gucken uns an, ob dieser Landwirt tatsächlich produziert und die Produktion hoch genug ist. Wir können deren Produktionsniveau angucken. Nicht nur über die Satellitenaufnahmen, sondern auch in unserem System. Wir können deren Produktivität im Satellitenaufnahmen angucken und das in unser System eintragen. Das wäre natürlich das Beste vom Besten in einigen Jahren. So, in dieser Situation, Leila, die du angesprochen hast, möchten wir SARC-I anwenden. Das haben wir schon mit deinem BRAPA besprochen, aber wir müssen einen Schritt jedes Mal machen. Wir haben schon viel getan während dieser Jahre und jedes Jahr werden wir ein bisschen mehr fortschreiten. Also wir müssen immer langsam vorwärts gehen, dass wir nicht wieder Schritte zurück machen. Und die Idee der Behörde, die Europa begann mit einer Taxonomie. Und hier als Antwort an Silvio, wir denken an eine Asymmetrie der Informationen. Das ist, was wir herstellen möchten. Bis vor 2 Monaten hatten nur die Banken Zugriff zu den Daten der Landwirte. Und heute, wenn Sie deren Seite öffnen, die Landwirte, dann können Sie all die Infos der Banken sehen. Und die Idee ist, dass alle die Daten der Bank angucken, aber wegen den Datengesetzen können wir nicht alle Informationen freigeben. Aber auch wegen dieser neuen Gesetzgebung, auch auf der Seite der Zentralbank, haben wir die konsolidierten Daten aller Landwirte. Und wir werden auch die Kreditoperationen, die nicht geheim gehalten werden müssen, freigeben. Also wir sprechen von 30-40% von all dem, was im SICOR ist. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten an dieser Technologie, weil wir natürlich teilen müssen, was
geheim gehalten werden muss und das Teil, das nicht geheim gehalten werden muss. Und das ist eine Sache, die ich, wo ich vorschlage, dass sich das alle angucken. Und das wird erlauben, dass der Landwirt sich seine Information anguckt und auch die Information anderer. Bis Mai hatte der Landwirt keinen Zugriff zu diesen Daten. Und heute über sein Handy kann er auf der Seite der Bank die Daten angucken und checken, ob die Informationen, die er weitergegeben hat an die Bank, auch tatsächlich richtig im System sind. Wie ich sagte, manche Informationen müssen geheim gehalten werden. Nach 180 Tagen werden diese Daten dann wieder geheim gehalten und der Landwirt musste dann wieder seine Freigabe erneuern. Der Landwirt geht hin, guckt sich die Informationen an und schaltet die frei für diejenigen, die sich angucken möchten. Und wir möchten die Asymmetrie der Informationen gewährleisten, dass der Landwirt auch Zugriff zu den Informationen hat und die Technologie der SARC, CARC benutzen, um die Risiken zu verkleinern. Das ist sehr wichtig. Wir verwalten ja die Agrarfinanzierung, aber auch die Verminderung der Risiken. Und das ist die Expertise unseres Teams. Und sehr wichtig, wir möchten die Sicherheit der Informationen gewährleisten können und sowohl auch die Autonomie gewährleisten für die Leute, die investieren möchten. Dieses Business ist der Fokus meiner Investition. Das bringt mir mehr Geld als andere Anlagen. So, wer Zugriff zu diesem System hat, kann sich dann die Informationen holen, so wie er es will. Und da haben wir zwei Ansätze. Ein Ansatz, der sehr wichtig ist für uns alle, ist für die externen Zertifizierungen auch Daten eintragen können, welche Zertifizierung wurde erlangt. Zum Beispiel gibt es eine Zertifizierung von der CBI. Also ich habe die Forschung der CBI und eine internationale Zertifizierung. Und in dieser internationalen Zertifizierung schreibt er diese Zertifizierungszahl ein. Und das ist das, was wichtig ist. Und weiter als diese Zertifizierung der CBI, dass diese Produktion erweitert wird. Und das werden wir dann auch weiter verteilen, weil eine Zertifizierung ist wichtig. Aber wir möchten auch, dass diejenigen, die den Kredit gewährleisten, sich alle Informationen auch in der Vergangenheit angucken können. Unser C-Core-System hat alle Informationen seit 2013, die ganze Geschichte, und 2016 vorwärts haben verschiedene Überprüfungen. Und heute haben wir Echtzeit-Online-Überprüfung von über 1.300 Punkten. Wir checken über 1.300 Punkte in Echtzeit und online. Wir müssen sicherstellen, dass die Landwirt tatsächlich im Gesetz arbeitet. Sind Kriterien der Nachhaltigkeit anwesend? Ja. Und unsere Idee ist, dass die Identifikation der Nachhaltigkeit nicht nur in der Zentralbank bleibt, sondern bei den Leuten, die investieren. Weil dann können auch die Landwirte sich entscheiden, wo sie den Kredit aufnehmen. Weil ich investiere zum Beispiel, der Kreditvergeber kann sagen, ich investiere in die Landwirte, die nachhaltiger sind. Sie sind innerhalb der gesetzlichen Grenze. Und aber einige sind nachhaltiger als andere. Und unsere Informationen werden gewährleisten, dass diese Nachhaltigkeit überprüft werden kann und nicht von uns, sondern jeder, der investieren möchte. Wir möchten die Informationen
freigeben und die Asymmetrie gewährleisten. Information, Transparenz und Asymmetrie. Und Carbon Bond Initiative und die CBI ist ein Zertifizierungsunternehmen und wir haben auch ein Abkommen mit der CBI und deswegen ein Großteil von dem, was hier entwickelt wird, wurde mit der CBI diskutiert, mit anderen Behörden und in öffentlichen Besprechungen und wir wurden von allen Seiten geschlagen, aber es ist wichtig, auch die Meinung der Gesellschaft zu haben. Und wenn einige sagen, dass es zu wenig ist, andere zu mehr, zu viel ist, wissen wir, dass wir in die richtige Richtung schreien. Natürlich können wir nicht allen gefallen, aber wir müssen auch die Nachhaltigkeit in unsere Landwirtschaft bringen. Vielen Dank, das war mehr als genug und ich hoffe, dass ich die Fragen von Lea als auch die Fragen von Herrn André antworten konnten. Es war sehr wichtig und sehr interessant. Wir danken dir, Claudia. Dein Enthusiasmus ist einfach toll zu sehen. Es ist natürlich eine Arbeit, die seit langen Jahren gemacht wird und passiert gerade in sehr wichtigen Moment. Es ist sehr wichtig. Wir haben Probleme und deswegen müssen wir dabei weitermachen. Wir kommen unserem Ende nahe. Wir haben noch 5 Minuten. Wir sind innerhalb der vorgegebenen Zeit, was sehr wichtig ist. Es ist wichtig, immer pünktlich zu sein. Das Thema ist sehr wichtig, deswegen kann man immer mehr sagen. Dieses Video ist auf unserer Seite erhältlich und auch die Präsentation vom Claudio wird erhältlich sein auf unserer Webseite. Ich möchte mich für die Teilnahme von Erik Schneider, von Herrn Sellner, Claudio Fiogegas, Leda Harfuch, José Silvio André bedanken und auch möchte ich mich bei den Teilnehmern bedanken, die hier dabei sind. Wir haben ungefähr 60 Leute, die gerade teilnehmen und ich möchte mich auch bei weiteren Personen und ich würde gerne auch den Ingo nochmal zu uns rufen. Das ist der Direktor des Projektes. Ingo, vielleicht ein paar Worte und dann hätte ich noch 2 oder 3 wichtige Informationen. Es ist fast 12 Uhr in Brasilien. In Deutschland ist es etwas später. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ich möchte mich bei Gleisi bedanken, die ganzen Probleme, technischen Probleme verwaltet, die Kommunikationsprobleme verwaltet. Und ich möchte mich an einen Kommentar ansprechen. Angelo hat uns schon verlassen. Also, dass es keinen Kredit geben wird für die gesetzwidrige Rodung, Abholzung. Und dadurch merken wir, sehen wir, dass die Initiativen der Zentralbank und der anderen Akteure und Stakeholders, die angesprochen worden sind, tatsächlich technisch vorwärts schreiten. Und deswegen möchte ich auch dem Claudio gratulieren. Es stellt sich natürlich die Frage, ob es tatsächlich so ist, dass dies illegale Abholzung so vorwärts schreitet, wie es angesagt wird und wie das gehandhabt wird und wie das finanziert wird, ob es nicht über die Agrarfinanzierung passiert. Natürlich, Claudio sagt es und auch Angelo sagen, es passiert nicht mehr. Das heißt, diese Debatte muss weitergeführt werden, besonders über diese Punkte. Ich möchte mich auch beim Silvio bedanken, Leila, Claudio, vielen Dank an alle. Matthias, Markus, vielen Dank, die auch übersetzt haben. Sie haben geschwitzt, um zu übersetzen. Vielen Dank. Und natürlich auch Carlos Alberto, der eine ausgezeichnete Arbeit geleistet hat als Moderator. Carlos, jetzt haben Sie das Wort wieder. Vielen Dank, Ingo. Gleisi ist natürlich auf meiner Liste. Gleisi ist hier in unserem Background. Vielen Dank, Gleisi. Wir denken immer an dich. Und Markus und Matthias, es ist eine Volksmusikgruppe fast.
unsere Übersetzer heute. Und ihr bekommt dann ein E-Mail von uns, alle, die teilnehmen. Bitte gibt uns eine Note. Und wir möchten auch unser nächsten Webinar ansagen. Am 28. September. Krisen und Herausforderungen in den globalen Agro-Nahrungsmittelsystemen. Das ist eine Ansicht von dem, was in der Welt passiert, besonders wegen dem Krieg in Ukraine. Wir haben Herrn von Braun von der Universität Bonn, der die Vorstellung machen wird, die Präsentation halten wird. Und das passiert mit der Partnerschaft von BACT und auch mit der Raquel Biedermann wird auch teilnehmen. Sie ist auch von der Conversation International und Professor Young von der Inspire Agro Global. Es wird ein großes Event am 28. September stattfinden, um 10 Uhr morgens, nicht 10:30, sondern 10 Uhr morgens bis 11:30. Und wir öffnen das Forum für die ganze Welt für hochqualifizierte Teilnehmer. Vielen Dank an alle. Und mit dem Geschmack, dass wir mehr möchten, nach mehr. Claudio sagt positiv. Claudio, möchtest du vielleicht noch was sagen? Wir kommen gerade zum Schluss. Ich habe zwei Fragen, die über den Datenschutz waren. Ich beantworte die Frage dann schriftlich. Ja, sie arbeitet hier an der Botschaft in Brasilien, unsere Partnerin. Bruna, Ihre Fragen, die Zentralbank, die Informationen, die freigegeben werden können, sind Informationen, wo die Agrarfinanzierung ein Teil von der Regierung subventioniert wird. Also wenn der Zinssatz bei 10 steht, zahlt die Regierung 5% und der Landwirt 5%. 5%. Aber das herauszuholen innerhalb unseres Systems ist eine Technologie, die nicht ganz so einfach ist. Es gibt ein paar Informationen, die natürlich nicht freigegeben werden sind, die persönlich sind. Wir arbeiten daran, dass diese Informationen freigegeben werden können. Und das wurde uns vor kurzem gebeten, nach unseren Normen herausgegeben wurde. Und bis Ende des Jahres wird unser System fertiggestellt sein. Und diese Infos werden für alle auf unserer Webseite Zentralbank freigeschaltet sein. Wie ich sagte, unsere Daten müssen asymmetrisch dargestellt werden. Und wir haben also unsere Daten täglich freigegeben. Und pro Quartal haben wir auch die Herausgabe der Daten der Zentralbank auf Englisch. Und was auf der Webseite ist, können alle zugreifen. Also normalerweise, was auf Portugiesisch ist, ist auch auf Englisch. Also sicherlich, was auf der brasilianischen Webseite ist, kann man zugreifen. Und das, was der Landwirt dann freigibt, kann er freigeben für Ausländer und Brasilianer. Die Ausländer, jeder Brasilianer oder auch Ausländer, müssen sich einschreiben in dem gov.br, dass er sich identifizieren kann. Wenn der Vertreter in Brasilien hat, der Ausländer, dann kann er sich die Informationen auf der Webseite holen. Und die Informationen auf der Webseite sind zugreifbar für jeden Ausländer oder Brasilianer. Das ist ein großer Fortschritt. Als Idee sprechen wir von 350 bis 400.000 Kreditverleihungen. Und damit schließen wir hier unsere Arbeit, Transparenz und Asymmetrie der Informationen. Wir haben ja eine offene Wirtschaft heutzutage. Vielen Dank an alle. Einen guten Nachmittag, guten Abend in Deutschland.
und bis zum 28. September. Tschüss.